Hallo Leute, heute möchte ich über meine Erfahrung mit der Impfstrategie im Land der Dichter und Denker berichten. Im Impfwartesaal saß ich hoffnungsvoll, bis einer sagte, alles verimpft, nichts mehr da, na toll. Einen Ersatztermin konnte ich auch nicht bekommen. Dafür sollte ich erneut auf der Webseite rumscrollen. Im Internet wollte ich mich dann informieren, musste die Hoffnung auf Klarheit jedoch revidieren. Mein Impfstoff wird gelagert bei minus 70 Grad. Der von meiner Frau im Kühlschrank neben dem Salat. Ein Impfstoff für uns Alte, einer für Gruppe 4. Bei den Wirkungsgraden ich die Übersicht verliere. Doch selbst die Kanzlerin kann das alles nicht verstehen. Und sagt zu mir, sie will erst nach mir zum Impfen gehen. Mit der Impfdosenbestellung hat man sich blamiert. Schnell wurde ein Alibi, ein Impfgipfel etabliert. Doch verärgert hörte ich in den TV-Nachrichten. Nur aus anderen Staaten die Impferfolgsgeschichten. Egal, 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 egal. Nein, egal, das wäre fatal. Vorteil für Geimpfte, ich bin verärgert. Fang an zu toben, dann werden erst 100-Jährige zum Rockkonzert geschoben. Auf Anfrage erklärte mir Herr Spahn in diesen Tagen, seien Sie froh, Sie müssen statt Maske keine Burka tragen. Eins kam die Post per Brieftaube schon lange her. Doch die Umstellung auf Digitalisierung fällt uns schwer. Genervt merken es in dieser Zeit plötzlich alle. Wir stecken in einer bürokratischen Beamtenfalle. Abgeordnete gibt es so viele wie noch nie. In Sitzungen schläft mancher daddelt mit dem Handy. Die Haare geschnitten, es liegt keine Locke verkehrt. Doch meiner Frau wird der Friseurbesuch verwehrt. Egal, 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 nein, egal, das wäre fatal. Danke fürs Zuhören. Ciao, bleibt gesund.